diese Work. Oh. Da, 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 da. Alter. Mama, die... Geil, geil. Hey. So. Liebe Bromantiker, war das nicht ein geiles Opening? Herzlich willkommen. Ich habe hier hinten noch gesehen, Kasim Edebali wurschtelt noch rum. Ich muss noch meine AirPods reinstecken. Denn ich war noch mal kurz für kleine Königstiger und habe vergessen, sie reinzupacken. Jetzt kann es aber losgehen. Wie immer, der Produzent, der jetzt schon wieder ein langes Gesicht macht. Ich sehe es da hinten schon. Herr Werner, ich grüße. Schöne Grüße aus Brandenburg. Kasim, du musst natürlich wieder alles. Ich habe so einen schönen Timer. Ich habe so einen schönen Timer kreiert mit der Hilfe von Iteros. Shoutout an Iteros. Er hat mir gestern Geburtstag, ist 26 Jahre alt geworden. Alles Gute Nacht. Happy Birthday. Happy belated. Wer hat diesen wunderschönen Timer für uns kreiert? Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, ich will darauf hinweisen, dass mein Sound heute besser sein sollte. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Moment, wenn du darauf hinweist, ist er ja nicht besser, oder? Also, wenn doch, du hinweisen musst. Wir hören es gut, aber die Leute sagen gerade, es ist nicht synchron. Wir haben ein neues Software. Der Produzent. Das ist natürlich gut. Oh, stimmt, du bist bei mir auch nicht synchron, Björn. Ich höre dich. Sprich mal was. Ich bin nicht synchron. Nee, leider. Bei mir ja. Icke hat wieder falsches. Nee. Laserfaser. Warte, Audio passt wieder. Leute, Audio. Okay. Let's go. Bewegt euch nicht. Fummelt nicht an euren Teilen rum. Mann, jetzt ist schon wieder Schweißausbruch, ein kurzer Schweißausbruch kam gerade. Deswegen hatte ich auch Schweißband. Womit nicht an euren Teilen rum. So, Spaß beiseite, wir wollen wieder ernst werden, auf jeden Fall nicht. Herzlich willkommen zur Preseason-Show Teil 2. Wir haben versucht, die Fehler, die wir das letzte Mal gemacht haben, auszumerzen. Das letzte Woche war ja unsere erste wirkliche TV-Show. Deshalb hier der zweite Versuch, zweite Runde. Vielen Dank für euer Feedback. Und wir müssen natürlich, Herr Domisch, herzliche Grüße, willkommen und Shoutout nach Hallo. München. Herr Dr. Edebali, du bist in Chandler immer noch. Hallo. Homme. Herzlich willkommen. Mors. Aber lass uns doch bitte gleich mal unseren Plan überwerfen, denn wir haben eine Breaking News. Herr Werner, setz uns in Kenntnis. Wir haben unseren Kollegen Earl Thomas. Ihr habt schon die ganze Zeit diskutiert hier in den Kommentaren. Earl Thomas wurde gerade vor 5 Minuten gecuttet, released. Nach einem Jahr bei den Baltimore Ravens. Warum, Patrick? Was ist alles Schönes passiert die letzten 2 Tage mit dem Kollegen? Ja, also der finale Grund heißt so schön Conduct Detrimental. Conduct heißt Verhalten, Detrimental ist schädlich. Also vereinsschädigendes Verein-Franchise-schädigendes Verhalten.
Das ist natürlich schon ein dicker Hund, denn es bedeutet, wenn sie ihn entlassen, müssen sie die 10 Millionen in, also das wird gegen ihren Cap zählen, die 10 Millionen tun weh. Aber wenn, wer schreit denn da hinten schon wieder rum? Das muss doch bei Herrn Ede Bali sein. Das ist bei Ede Bali, garantiert. Ede Bali, warte. Wir probieren einmal, ich weiß nicht, wir probieren einmal professionell zu bleiben und das funktioniert ja, einfach meine, nicht. Ey, wenn die professionell wollen, müssen sie rangucken. Ja, genau, stimmt. Auf jeden Fall, Conduct Detrimental, vereinschädigendes Verhalten, das ist sozusagen die Königsdisziplin, das ist, sag ich mal, die Strafe, die du bekommst, wenn du wirklich Scheiße gebaut hast. Und wir haben es wahrscheinlich, habt ihr es auch mitbekommen, Earl Thomas hat sogar ein Video, also es gab mit Chuck Clark, ein anderer Safety. Earl Thomas hat, glaube ich, Free Safety gespielt, Clark Strong Safety. Und es gab im Training wohl Ärger. Und Earl Thomas wurde nach Hause geschickt, Clark auch vom Feld. Und Earl Thomas brauchte am nächsten Tag gar nicht kommen. Das Ganze ist 2 Tage her. Und dann hat in der Zwischenzeit Earl Thomas das Video, Trainings-Footage auf Instagram gezeigt, was der Fehler war. Er hat einen Fehler gemacht, busted coverage, irgendwas verdorben. Man sieht auf dem Video, wie Clark sich den Helm abreißt und auf den Boden schmeißt und frustriert ist. Und darauf hat sich dann natürlich einiges aufgetürmt. Und was passiert ist, es gab wohl ein Handgemenge, wahrscheinlich gab es richtig böse Sag an die mal. Backen. Gibt es dazu eigentlich Bilder, Herr Werner? Ja. Der Kollege Thomas war sogar so nett und hat es auf seiner Instagram-Seite für uns geteilt. Danke, Earl Thomas. Ja. Danke. Zeig mal bitte. Jetzt bin ich auch gespannt. Jetzt muss ich mich umdrehen. Machst du wie Game Day, kreist da rum und so. Oh ja, ja, bitte, genau, ja. So, und guckt jetzt mal rechts am Bildrand. Da hat man es kurz gesehen, das glaube ich, da war Clark. Der hat in den Helm geschmissen, weil er genervt war. Irgendwas ist da schiefgegangen. Aber man hat nicht auf Film, wie sie sich jetzt in den Haaren haben. Aber die haben den gecuttet. Ich muss noch mal kurz fragen. Cuttet, nicht getradet, weil ich habe vor 3 oder 4 Stunden das letzte Mal gelesen. Gut. Nein, sie haben ihn gecuttet. Und die große Frage war natürlich jetzt, wenn sie ihn cutten, dann müssen sie 10 Millionen fressen. Das kann doch nicht sein. Außer der Entlassungsgrund. Wie bitte? Die fressen aber 25 Dead Cap. Laut Spotrack. Aber erzähl mal weiter, außer nein, der Entlassungsgrund. Nein, 10 Millionen. 10 Millionen wäre es, glaube ich, das in diesem Jahr. Insgesamt vielleicht was anderes. Aber wenn dieser Entlassungsgrund Conduct Detrimental ist, kannst du das Ganze anfechten. Und jetzt wird es wahrscheinlich eine Shitshow zwischen den Anwälten von den Ravens geben und den und seinem Anwalt und seinem Agenten. Aber ich glaube tendenziell, es sieht für Earl Thomas schlecht aus. Jetzt die Frage, und pass mal auf, ich habe mir das ja alles aufgeschrieben, dieser Earl Thomas Beef, ne? Ich frage jetzt dich mal, du bist ja der Experte, wenn es um Beef geht. Oh. Das wissen die Leute nicht, aber du bist ja der Beefmaster in der RAN-Redaktion. Der Beefträger. Der Beefmaster. Der Beefträger, er bringe den Beef. Du guckst Kenian so. Dörmann, oder? Nee, okay. Nein, wenn sowas passiert, Icke, du hast gerade gesagt, sie haben ihn letztes Jahr geholt, wenn sowas passiert. Du bist jetzt kein NFL-Insider, aber du bist mit Ian Rappaport so. Da war doch was anderes im Busch, Herr Dommisch. Ja, gut, also Moment, jetzt gerade ist ja der Grund tatsächlich nur der, weil der Move ist ja nicht, der ist ja, also jemanden wegen teamschädigem Verhalten, jemand wegen teamschädigen Verhalten entlassen. Wir wissen, was du meinst. GM. Ja, sorry, das klappt noch nicht. Warte, ich trinke noch einen Schluck Wasser. Gönn dir. Hi, Grüße. Ich bin der Baltimore Ravens GM. Ich entlasse Earl Thomas, weil er ein teamschädigendes Verhalten an den Tag legt. Aber ich begehe ja selber mit der Entlassung von Earl Thomas teamschädigendes Verhalten, weil Earl Thomas hat letztes Jahr die Baltimore Ravens Defense zu einer sehr, sehr guten Einheit gemacht. Die Ravens mussten nie oder fast nie mit einem Rückstand spielen, sondern hatten immer eine Führung, hatten immer eine starke Defense. Und jetzt entlässt du den und kriegst dafür einen Dead Cap? Also kriegst du ja nicht, Icke, wenn es Conduct Detrimental ist. Ist das wirklich klar? Ja. Für so eine Situation, das hast du ja alles in den NFL-Verträgen drin, damit genau, wenn so ein Verhalten da ist, dass sie
das Team nicht schaden. Genau das gleiche mit Tony Brown. Okay, dann hast du aber immer noch einen starken, wobei, die Patriots haben Dead Cap kassiert. Deshalb, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich konnte es leider nicht nachrecherchieren. Aber die Patriots haben auch 12,5 Millionen Dead Cap von AB. Die haben ihm das Geld zwar nicht bezahlt und da gibt es immer noch Rechtsstreitigkeit oder die wird es geben, ja, weil sie davon zurücktreten wollen, aber das Cap ist trotzdem blockiert. Also deshalb, der Move, ihn zu entlassen, ist schon ziemlich bold. Ja, auf, deshalb ecke meine Frage natürlich. Ja, stimmt, du hast eine Frage gestellt. Ja, ich dachte, du beantwortest die mal. Du glaubst, dass da noch mehr im Hintergrund ist. Weil kann nicht der Grund sein. Dass Earl Thomas die eine oder andere Geschichte auch mit seiner Frau und diversen Internetvideos, die nicht unbedingt veröffentlicht werden sollten, schon hinter sich hat, ist klar, dass Earl Thomas der Mann war, der bei den Seattle Seahawks keinen Vertrag bekommen hat oder in einer Vertragsverhandlung war, sich schwer verletzt hat und mit dem Effenberg aus dem Stadion rausgefahren ist, ist auch klar. Ja, okay, dürfen wir hier machen. Hier! Yeah! Oh. Ja! Dass der Typ auf jeden Fall extrovertiert ist, ist klar. Aber also, sagen wir mal so, nein, Patrick, ich glaube nicht, dass diese Entlassung jetzt einen anderen Grund hat, außer sein idiotisches Verhalten. Du hast gerade so im heißen Brei gesprochen. Christine, ja, Frage an dich, wir wollen dich reinholen. Ich will dich als Ex-Spieler reinholen. Stimmt, ich habe wirklich im heißen Brei gesprochen. Earl Thomas, ich war auf seinem Instagram und er hat öfters jetzt schon Videoclips aus dem Training öffentlich gepostet. Macht man das als Spieler? Ey, das, ich schwöre, die Coaches sagen das vor jedem Trainingslager. Ey, wir wollen nichts, was auf diesem Feld ist, im Internet sehen. Und ich habe schon ein paar Jungs zusammen gespielt, die haben dicke Verträge bekommen und wurden dann gecuttet, weißt du? Und die mussten trotzdem noch 15, 20 Millionen bezahlt bekommen. Und als GM, glaub mal, du gehst und liest alles Kleingedruckte, weißt du? So, okay, wie können wir unser ganzes Geld behalten? Und Nummer zwei, es ist wirklich, man cuttet niemanden, wenn man denkt, er kann nicht replaced werden. Also wenn jemand so gut wie Earl Thomas ist, aber wenn sie denken, okay, vielleicht ist er nicht gut fürs Team, vielleicht leadership-mäßig ist da jemand anders, der besser ist. Es gibt immer einen nächsten ab, der da gleich wieder die Position eintritt, weißt du? Und das Interessante ist, liebe Leute, das passt natürlich auch zu den Berichten. Es gibt ja immer Beatwriter, die nah am Team sind, die nach dieser Aktion von Earl Thomas gehört haben, dass einige Spieler zum Head Coach Harbaugh gegangen sind und gesagt haben, pass mal auf, der ist nicht mehr tragbar. Wir wollen den nicht mehr haben. Das heißt, das Standing in seinem Team scheint auch nicht das Beste gewesen zu sein. Wir erinnern uns an das Spiel gegen Cleveland. Da hatte er sich mit Brandon Williams irgendwie in den Haaren. Also da scheint einiges auch intern im Argen zu sein. Und ich glaube tatsächlich, wenn du als Hauptübungsleiter, Kasim hat es eigentlich treffend gesagt, wenn Earl Thomas wirklich unersetzlich wäre, würden sie ihn behalten und das Inhouse klären. Also sobald du im Profibereich ersetzlich wirst, ne? Keine Gnade, schön mit Öl, wie es Herr Werner immer so schön sagt. So, jetzt letzte Frage und dann müssen wir zum nächsten Thema kommen. Welches Team wird sich jetzt Earl Thomas schnappen? Björn Werner. Ich will nur einen Teamnamen. Die alle berichten gerade, dass die Dallas Cowboys gerade erwarten. Ich kann sehen, dass Dallas Cowboys sofort zuschnappen werden. Er wollte auch irgendwie schon mal zu den Dallas Cowboys. Werden die nicht zu den Dallas Cowboys, weil sie einfach Americas Team sind. Ich glaube schon, dass sie dann die schnell finden werden. Was hast du, Ike? Sagen, er war ja damals bei den Seahawks, war das ja schon, das war ja in der Verlosung. Also die Cowboys haben ja wohl damals angeblich schon einen First-Round-Pick geboten, um den mal da loszueisen. Vor 2 Jahren, 2018. Ja, 2018 war das. Also du gehst auch mit den Cowboys. Deshalb, ja, und vor allen Dingen, er hat Probleme außerhalb des Feldes mit Frauen, mit Waffen. Dieser Typ passt nach Dallas. Also wenn irgendwo jemand, der schon mal gerne auch... Es ist... Naja, Moment, oh Gott. Ihr macht... Es ist die Wahrheit, ja, Leute, ist alles da draußen. Wenn jemand ein Mädchen dafür hat... Okay. Ja, ich würde sagen, natürlich, Cowboys brauchen jemanden, Philly brauchen Backfield und Philly brauchen Backfield und das mit dem, die Pats, die machen immer irgendwas, was keiner erwartet, also die Pats lasse ich nie da raus, da passiert immer was mit denen. Ich würde sagen, ich gehe mit Kasim Edebali und sage, die Philadelphia Eagles, die brauchen den Typ von Safety und ich glaube, dass auch ihr Hauptübungsleiter jemand ist, der mit dem potenziell umgehen kann. Oder, ganz absurd,
Komm. Für einen absurden Move ist immer einer gut. Bill O'Brien. Bill O'Brien. Bill O'Brien. Bill O'Brien. Er macht immer Dislike auf unsere Videos. So, insofern, was ist mit dir los? Wir werden das Ganze natürlich verfolgen, aber lasst uns doch mal von Earl Thomas wegkommen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Werden wir nächste Woche sicherlich auch darauf zurückkommen, weil da werden wir sicherlich schon berichten können, wo er jetzt ist. Denn machen wir uns nicht vor, der wird ganz schnell woanders landen. Aber lass uns doch mal über Training Camp. Was ist so im Training Camp los? Habt ihr übrigens gelesen heute, dass einige Teams ihr Training schon adjusted haben und die Cleveland Browns das Sonntagstraining heute ausgesetzt haben, weil ein paar Teams, die alle ihre Proben nach New Jersey schicken, haben ganz viele positive Testungen und wissen jetzt nicht, ist es im Labor irgendwas falsch gelaufen oder haben sie wirklich positive Testungen? Das heißt, wir gehen da potenziell auf was zu. Habt ihr das mitbekommen? Exakt so weit, wie du gerade angesprochen hast. Ja. Leider. Ja, bin ich mal gespannt, ob das nur ein Lapsus im Labor ist oder ob da wirklich was los ist. Aber da brauchen wir auch gar nicht drüber groß sprechen. Ja, lass uns über das Wichtige sprechen. Herr Werner. Werner will noch einen Satz sagen. Komm, Werner. Also, Werner, willst du einen Satz sagen? Man muss ja erklären, warum die gerade alle so eine Panik schieben, weil mehrere Teams gleichzeitig am gleichen Tag so viele positive Tests hatten. Deswegen denken die, dass im Labor irgendwas schiefgelaufen ist. So, ja, weil auch alle diese Teams bei BioReference alle im selben Labor das analysiert haben lassen. Deshalb sind wir mal gespannt. Oder aber noch Einsatz, wir haben an der Ostküste da einen Leak. Ein Leak. Ja, vor allen Dingen, glaube ich, sind wir jetzt alle so verwundert, weil es ja vorher uns schon verwundert hat, was eingetreten ist, nämlich, dass die Fallzahlen oder die positiven Tests die ganze Zeit runtergegangen sind im Camp. Also ich glaube, am Ende waren nicht mal mehr 1% der Spieler positiv infiziert, vom Staff irgendwie nicht mal 0,5%. Und das überrascht uns ja alle, oder liegt da falsch? Alle haben gedacht, wenn die jetzt zusammenkommen, geht's ziemlich ab. Deshalb erstmal geil, dass es so ist. Und ich glaube, deshalb zu Recht, glaube ich, ein bisschen Verwunderung unter den Teams, würde ich denken. Ja, was denn da los ist jetzt auf einmal? Ich bin mal gespannt. Ich finde es gut, dass die Teams zumindest sagen, okay, wir müssen unser Training verändern, auf Distanz trainieren. Und die haben ja solche Tracker an der Hand. Damit kannst du ja nachvollziehen, mit wem hatten sie engen Kontakt. Die können sie rausnehmen. Die Cleveland Browns haben gesagt, wir trainieren Sonntag gar nicht. Da müssen wir auch mal dranbleiben, was da passiert. Lass uns ein bisschen mal auf die Quarterbacks gucken. Also, wir haben da ja so diverse Quarterback-Situationen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Alex Smith ja zurückgekommen ist. Jetzt ist in den sozialen Netzwerken schon was Lustiges aufgetaucht. Und zwar ein Video, wo einmal Alex Smith den Ball wirft und einmal Dwayne Haskins. Herr Werner, fahr mal ab die Scheiße. Wir haben hier Alex Smith und da drüben Dwayne Haskins. Und guck mal, wo die Bälle landen. Alex Smith direkt auf den Mann und Dwayne Haskins 5 Jahre über dem Receiver. Guck mal hier drüben, Dwayne Haskins. Zack, out of bounds, 5 Jahre. Das war lustig. Also das war ein echt geiles Video, das muss ich zeigen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen hart. Aber Björn, Alex Smith hat ja was in Social Media gepostet. Blende das mal ein, weil meine Frage an dich wäre, er hat ja diesen Post ausgedrückt, ich guck mal, da ist er. Er hat noch unfinished business. Du hast es auch mal gesagt, so willst du nicht aufhören. Du hast ja auch aufgrund einer Verletzung aufgehört. Hast du auch das Gefühl, du bist ja noch nicht mal 30, dass du noch unfinished business hast? Ja, natürlich sind wir in zwei verschiedenen Situationen. Wir haben darüber diskutiert letzte Woche. Er hat gesagt, er könnte seine Kinder nicht in die Augen gucken, wenn er jetzt aufhören würde. Und die Message dahinter gibt mir schon wieder gerade Gänsehaut, bin ich ganz ehrlich. Ich war in der Situation, habe aber gesagt, wie meine Karriere gelaufen ist, wie meine Knie und mein Körper sich angefühlt hat. Ey, ich will auch noch leben, ich will auch noch laufen können. Ich habe gerade meine erste Tochter bekommen, gesagt, für mich reicht's. Ich habe alles gegeben, was ich natürlich geben kann. Wir dürfen ja nicht vergessen, Christine David, ich möchte gleich nochmal deine Meinung dazu hören. Viele Veteranen, die lange in der NFL spielen, nehmen sehr viele Sachen, um so lange in der NFL zu bleiben, oder? Ja, ich meine, ich weiß nicht, was das Deutsche heißt, Toradol, Ibuprofen ist wie Smarties, weißt du, jeden Tag
Ich schwöre, vor dem Training, die ganzen Jungs, die einmal sich ein bisschen verletzt haben, weißt du, Doktor gibt denen gleich ein paar Ibuprofen raus. Und vor dem Training erstmal 1, 2, 3, 4, weißt du. Und der Leber tut das gar nicht gut. Und dann vom Spiel nochmal ein bisschen stärkere Sachen. Und ich verstehe das, wenn Leute sagen, ganz ehrlich, ist okay. Ja, ich meine, alle Spieler, die irgendwie 10 Jahre plus in der NFL hatten, und wenn du die einfach mal beobachtet hast in der Umkleidekabine, was haben die gemacht in der Woche, vorm Spiel? Ich hab alte Veteranen gesehen in der Offensive Line, die zum Training Opiums, ist das deutsche Wort dafür? Opiate. Opiate. Das kriegst du nach einer OP, damit du ausgenockt bist wegen den Schmerzen. Und in der NFL hast du irgendwie so eine Regel, du darfst irgendwie, wenn du eine Verletzung hast, 2 davon maximal pro Tag kriegen, wenn du eine Verletzung hast. Mhm. Aber sehr viele haben ja konstant eine Verletzung und habe auch schon gesehen, dass ein alter Spieler, ein Rookie gesagt hat, der auch verletzt war, der sie bekommen hätte, ey, hol sie einfach und gib sie mir dann, damit der sich die nochmal reinpfeifen kann und nur trainiert. Und da habe ich gesagt, ey, darauf habe ich keinen Bock, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte Oxycodon, wie heißt das? Oxys? Weißt du, was ich meine? Das ist ein Opioid, das ist irgendwie sowas. Opioide. Oh, ey, was auch immer das alles ist. Opiumse. Opiumse. Painkiller. Einer von meinen Teammates kommt zu mir und sieht so: Oh, du hattest gerade Surgery, ne? Du hast gerade OP. Ich so: Ja. Boah, sind die gut? Wie viel hast du? Ja, keine Ahnung, 20, 30? Kann ich ein paar haben? Ich so, nein, Mann, chill mal, weißt du, das ist illegal. Wie die Trüppelschweine. Oxycontin, sagt gerade einer. Ja, ja, das ist ja. Bevor ich meine OP hatte. Opiums. Opioten. Opiumsen. Opiumsen. Aber jetzt, lass uns aber, ich habe nochmal eine ernsthafte Frage an Herrn Domisch. Ja. So, du als Medienexperte, das ist natürlich eine geile Story. Alex Smith kommt zurück, kämpft sich zurück und sagt, ey, ganz heroisch, ja, und ich muss meinen Kindern ins Auge gucken können. Und weißt du, wenn ich denen sage, du kannst alles schaffen, dann muss ich auch wieder zurückkommen. Ab wann, jetzt haben wir das von Kasim gehört, ab wann ist aber der Punkt, wo du als Franchise oder auch nicht nur als Franchise, als Mensch aber auch die Verantwortung hast, so einen Typen wie Alex Smith zu sagen, Digga, das ist ja schön und gut, aber dein Knie war fast ab, du bist fast gestorben. Mhm. Nee. Ist gut jetzt. Ja. Wir sitzen für dich nur die schweren Fragen. Drüber. Ja, ja, ja. Du, die Frage ist eigentlich einfach. Für mich persönlich, deshalb habe ich manchmal ein schweres Leben, obwohl ich den besten Job der Welt habe, für mich persönlich ist der Zeitpunkt schon überschritten. Der Typ hat da nicht zu stehen. Und eigentlich hat auch seine Frau zu sagen zu ihm, Digga, wir haben hier 120, 140, 180 Millionen netto auf dem Konto. Mach Schluss, weil die Franchise wird nicht sagen, mach's nicht, weil das einzige Video, was wir gesehen haben, und ich feiere die Szene genauso, aber das einzige Video, was wir gesehen haben, ist das, wo Haskins seinen Ball weitersegelt und der von Alex Smith ankommt. Die 8 Versuche, wo der vielleicht von Alex Smith im Dreck gelandet ist, haben wir ja nicht gesehen. Also der Zeitpunkt ist schon längst überschritten und das ist das Schlimme, weil, was du gerade gesagt hast, die Heroik an der Story, ich habe es letzte Woche auch gesagt, es ist einfach eine geile Geschichte. Für ganz viele Leute da draußen ist das inspirierend, weil sie sagen, krass, der Typ steht wieder, der gibt mir Kraft, weil der es geschafft hat, kann ich es auch schaffen. Aber man muss sagen, da können wir uns nicht von reinwaschen. Den Preis, den zahlen wir eigentlich alle mit, weil wir sagen, wir nehmen das so wahr. Und am Ende opfert sich, das klingt so doof, opfert sich damit Alex Smith. Der hat ja selber gesagt, er könnte es nicht aushalten, seine Tochter in die Augen zu gucken. Aber manchmal muss man Leute auch vor ihrer Scham schützen. Und vielleicht kann er seiner Tochter ja nicht in die Augen gucken, wenn der schief geht. Überlegt mal wirklich, wenn der wieder aufs Feld kommt. Ich will gar nicht dran denken. So, klar, Patrick, wir müssen Kasim aussprechen lassen. Die Bromantiker zerstören uns. Weil wir jedes Mal, wenn Kasim antworten möchte, wir Laberlaus direkt reinspringen. Ach, Scheiße. Kasim, würdest du in der Situation aufhören oder weiterspielen? Eine Antwort, ich schließe mir das ab und dann... Lass mich ausreden, aber bitte. Ich lasse dich ausreden. Nein, ich will weiterspielen. Ey, ganz ehrlich. Ich meine, du musst mir drüber nachdenken. Auch. Ah, mach weiter. Hau raus, hau raus, hau raus. Unser ganzes Leben und die Amerikaner noch viel mehr. Seitdem wir ihren Arsch abwischen können alleine, spielen die Football. Weißt du, sind Competitors.
Und ihr ganzes Leben lang geht es einfach nur darum. Das heißt, und dann passiert sowas, du machst Reha, du gehst 2 Jahre durch die Reha, um das zu machen. Jetzt erst recht, weißt du, einmal noch gucken, wie gut du wirklich sein kannst. Und so sind alle hier gewired, weißt du, alle wollen jeden Tag spielen, jeden Tag gewinnen. Das ist die Mentality. Dankeschön, dass ich reden konnte. Dankeschön. Aber lieber Kasim, da muss ich jetzt dann nochmal nachbohren. Nur weil das da gang und gäbe ist, du bist ja nun mal hier in Deutschland aufgewachsen, wo wir ja in der Welt, glaube ich, auch dafür bekannt sind, ja, wir Deutschen, wir arbeiten hart, aber wir leben ja auch nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Ne? Die Deutschen haben weniger 2 Jobs als, glaube ich, in anderen europäischen Ländern, gerade wenn du nach Südeuropa guckst, in zweite, dritte Welt müssen wir gar nicht gucken. Warum um alles in der Welt musst du dir noch irgendwas beweisen? Du musst, was, oder die Frage, die sich mir stellt, was ist wichtiger, dass du beweist, dass du zurückkommen kannst oder die Tatsache, dass du schon generational wealth, also Wohlhaben für die nächsten 3 Generationen geschaffen hast? Ist es nicht wichtiger für deine Tochter da zu sein, als irgendwann im Rollstuhl zu sitzen? Ja, aber ich war echt ein harter Competitor. Ey, ich kann nicht für Alex mitreden, aber wenn die Flamme im Herzen ist, weißt du, wie viele Leute haben mich, als ich das erste Mal gecuttet wurde von den Broncos, wie viele Leute haben gesagt, ah, hör auf, bla bla bla, weißt du, ich habe ein bisschen Geld schon gemacht, weißt du, und es wäre auch easy für mich gewesen, ah, okay, 4 Jahre, 5 Jahre NFL, cool, ich höre jetzt auf. Die anderen haben alle recht. Aber in meinem Herzen denke ich, nein, Mann, ich habe immer noch Bock da drauf. Und wenn ich einen Anruf bekomme, dann gebe ich 100%. Aber Kasse, du bist jetzt, du hast nicht fast dein Bein und dein Leben verloren. Und denk mal dran, du hast die Flamme noch in deinem Herzen, aber du bist 2-facher Vater, wenn du in die Gesichter, in die Augen deiner Töchter guckst. Was ist dir wichtiger, die Flamme in deinem Herzen für deinen Sport oder die Liebe zu deinem Kind und die Verpflichtung, die du deinem Kind gegenüber hast? Okay, du weißt ganz genau meine Antwort. Frage. Ich habe die süßesten Töchter auf der Welt, deswegen. Ja, okay. Nee, das ist das, was ich meine, aber das ist natürlich auch, um das abzuschließen, der Producer guckt jetzt schon wieder auf die Uhr, das ist auch gut so. Ich glaube, das kann man auch echt erst entscheiden, wenn man in dieser Situation ist. Wir haben natürlich leicht reden, wenn du das Geld hast, dann hör doch auf. Aber wir haben ja noch ein paar andere Quarterback-Battles, die wir sprechen müssen. Stefan Brady, wir haben ihn gerade eingeblendet. Mann, also Stefan Brady? Hier, Stefan. Ja. Ich mag, mit eurer Argumentation muss die NFL den Spielbetrieb einstellen. Recht hast du eigentlich, ne? Stefan Brady hat recht. Das ist eine sehr schwere Diskussion. Also ich würde weitergehen. Ich wäre raus. 180 Patrick, Millionen, bist schön. Ja, das sehe ich noch. Du hast dein Mikrofon hier, du darfst nicht hier so rumwedeln, weil du... Ey, du hast letztes Mal selbst 10-mal übersteuert. Ey, jetzt Entschuldigung, Herr Producer. Ich sage nur, das ist gesagt. Und Leute, warum ich auf den Screen gucke, weil ich muss nicht alles unter Kontrolle haben. Ja, ich lese auch Kommentare. Oh, ich lese die Kommentare. Ey, komm. Gut, guck mal, ich habe die Sache hinter mir, denn kann ich nicht abgelenkt werden. Ich gucke nur ab und zu auf den Ablauf und auf die Uhr und sehe... Wir haben noch ein anderes Quarterback-Battle, über das wir sprechen müssen, was ja eigentlich nicht ein Battle um den Starting-Quarterback-Job. Ja, doch, das ist aber kein Battle um den Starter, sondern um den Backup-Posten, und zwar das Battle in Miami. Ne? Da haben wir ja eine Situation, wo Fitzy ist der Starter. Der hat sich letztes Jahr verdient, hat besser gespielt, als viele erwartet hätten, hat ein Team, was gefühlt am Anfang ja 0-16 gehen wird, noch zu 5 Siegen gebracht. Hut ab dafür. Jetzt bringen wir hier Werbung ab, ey. Was ist das für ein Werbung? Ja, was? Was? Wieso hast du Werbung? Ja, ich wollte dir das gerade zeigen. So, warte. Ich dachte, du hast Premium-Account. Keep getting the checks, baby. Was ist denn hier los, Mann? Ey? Das ist nicht Randy oder was? Nur Werbeunterbrechung vorher oder was? Junge. Ich mach es doch schon. Was bist du denn für ein Producer, ey? Alter Schwede, ey. So was machen wir nicht. So, wenn es läuft, halt es mal kurz an. Halt es einmal ganz kurz an und dann spreche ich kurz zu Ende und dann darfst du abschießen. So, also, Fitzmagic ist der Mann der Stunde. Die Frage, die sich natürlich stellt, wer ist die Nummer 2? Josh Rosen oder Tua Tagovailoa?
Schieß erstmal ab, was du hast, und dann sprechen wir mal drüber. Na, du kannst drüber sprechen. Ich habe es auf stumm gemacht. Wir können drüber quatschen. Wir sehen ein paar Bilder. Hier ist Fitzmagic im Trainingscamp. Daneben Tua Tagovailoa. Die sind ja aber schlank. Erinnert ihr euch noch letztes Jahr? Da hat er gesagt, dass er jeden Monat irgendwie 8 oder 9 Kuchen gegessen hat, weil er hatte auch so viele Kinder. Letztes Jahr ist der ganz dick ins Trainingscamp gekommen, erinnere ich mich noch, und hat gesagt... Ja, da hatte ein bisschen eine Ranzigkeit, ne? Mhm, voll, ja. So, während wir hier die Bilder sehen, lass uns doch mal nochmal drüber sprechen. Fitzmagic war am Freitag, letzten Freitag hatte er trainingsfrei, und da durften Josh Rosen und Tua, haben sich sozusagen die Raps geteilt und haben sich laut Berichten nicht mit Ruhm bekleckert, Interception geworfen. Josh Rosen soll wohl immer noch, sag ich mal, The Edge haben, soll noch ein bisschen besser sein als Tua. Aber ehrlich? Der hat ja auch. Letzte die Berichte bislang? Ja, er hat ja aber auch, der geht in sein drittes Jahr. Wusstet ihr eigentlich, dass der erst 23 ist? Der ist immer noch, der war schon immer jünger als Joe Burrow. Das war mir so gar nicht klar. Oh, der war schon immer jünger als Joe Burrow, ist schön, ja. Der war 8er Pick, oder? Rosen, oder war der 10er Pick, war Rosen? 8 oder 10? Aber so in dem Dreh. Ach, ich glaube auch der 8er. Ja. Die Bromantiker wissen das bestimmt hier. Natürlich aber, wissen die das. Ja, die wissen, ich sehe das schon in den Comments. Ich hatte eine Frage an Kasim Edebali, weil wir sollten ihn auch ausreden lassen. Kasim? Wer hat den Vorteil? Rosen, weil er schon im dritten Jahr ist gegenüber Tour, der ja eine kurze, sag ich mal, Eingewöhnungsphase wegen Covid-19 hat? Ich glaube, Rosen, Erfahrung ist immer das A und O, weißt du? Das geht immer darauf, wen kann man mehr vertrauen? Und besonders als Quarterback, du musst es den Coaches zeigen, dass sie dir vertrauen können. Und weißt du, der Jüngere mit weniger Erfahrung, der hat noch nicht das gleiche Vertrauen wie in jemand, den sie schon länger kennen oder den sie schon länger beim Spielen zugeguckt haben und wissen ganz genau, wie sein Game ist. Okay. Icke? Aber, guck mal, jetzt wollte ich... Jetzt, nee, ich glaube, Björn, du hattest eine Frage an Icke. Hatte ich eine Frage an Icke? Nö, wir können einfach so. Ich bin der Meinung, so scheiße das ist, wie Josh Rosen in der Situation, die er überall war. Steht da ein Plastikstuhl? Oder ist der ist noch Plastik von Christine. Ich glaube, Tua ist 100% die 2 schon. Und ich denke, wenn er fit ist und sie spielen ein paar Spiele, werden wir das genauso sehen wie bei einer anderen Quarterback-Battle, was ich denke, wo Fitzy startet die ersten paar Spiele und Tua übernimmt nach ein paar Spielen. Ich glaube nicht. Jeder Miami will Tua sehen. Fitzy war jetzt schon lange der Brücken-Quarterback. Fitzy weiß, das ist sein Job. Wir kennen ihn, er wird ein paar Spiele geil spielen. Und dann, sobald das erste Spiel mit 4 Interceptions wieder kommt, glaube ich, ist, wenn Tua ready ist und gesund ist, was er aussieht, er ist in Full Pads unterwegs, denke ich, wird Tua direkt übernehmen. Aber ich will Tua auch sehen, ich persönlich. Ja, schon, oder? Der Hype ist, also der Hype, den man spürt, der ist groß. Also, wisst ihr, was das Beste ist? Aber Björn Werner, der war ja gar nicht auf dem Hype-Train. Nee, der wird fallen, ganz nach hinten, Hüfte. Und jetzt redet keiner mehr über seine Hüfte. Jetzt sagt ihr auf einmal, ja, wir wollen den zügig sehen. Ich glaube nicht, dass Fitzmagic nach ein paar Spielen schon abgibt. Das glaube ich nicht. Nicht mit dieser Art von Off-Season oder Preseason, die wir haben, wird es länger dauern, bevor Tua das Feld sieht. Fistbump. Ich hoffe ja, ehrlich gesagt, dass er dieses Jahr ja nicht das Feld sieht. Das letzte Mal, als ein Quarterback, der so um die 5-8 gedraftet wurde, ihn ja hinter einem Veteran gesessen hat, war Patrick Mahomes. Also ist bestimmt seitdem noch ein andermal passiert. Aber das könnt ihr mir einschätzen. Wirklich alle 4 weiter. Ja, was? Ja, man muss ja den Vergleich ziehen dürfen. Natürlich, man will ja auch ein bisschen Lust machen. Der Hype? Du kannst doch nicht... Wir können nicht Patrick Mahomes Situation mit allen Quarterbacks, die jetzt gedraftet werden, in diesem Bereich vergleichen. Ja, aber Moment, Time Out. Warum denn nicht? Nein. Warum nicht? Weil Patrick Mahomes in seinem zweiten Jahr über 5000 Yards geworfen, in Super Bowl gewonnen hat, MVP wurde alles in 3 Jahren in der NFL in 2 Jahren. Time Out. Hat noch nie jemand geschafft, deswegen kannst du doch nicht, das ist unfair, anderen Spielern gegenüber, die Patrick Mahomes Masche jedes Mal jetzt nach vorne, zum Beispiel mit Mitch Trubisky. Der wird komplett immer zerstört, weil er vor Deshaun Watson und vor Patrick Mahomes gedraftet wurde. Und dadurch, man darf nicht vergessen, mit Social Media, der Druck, der da ist, manche sind mental nicht so stark. Wenn die jeden Tag gebasht werden,
werden. Das Schlimme ist ja eigentlich, dass ich euch gar nicht einfach als Spieler. Weißt du, was nee, verstehe ich. Aber wollen wir nicht anfangen, einfach immer die GMs zu bashen und die Organisation? Weil, ja, ohne Witz, also dem der Scheißhaufe auf den Tisch gelegt werden sollte, ist bestimmt nicht Mitch Trubisky, sondern wer auch immer damals GM war bei den Bears. Weil da hat Trubisky nicht hingehört. Und ob Tour also, so hoch hingehört. So, Moment. Mach Moment, du gleich weiter, Patrick. Aber lass mich noch den Satz werfen. Da kann Björn schon mal drüber nachdenken, weil ihr seht wie Björn. Ich hätte den auch nicht so hoch gedraftet, weil natürlich ist er jetzt in Pets, aber der hat eine unfassbar schwere Verletzung gehabt an der Hüfte. Da war der Blutfluss, ihr habt es vielleicht noch besser auf dem Schirm, aber da war der Blutfluss nicht mehr richtig gegeben. Also echt große Zweifel an seiner Fitness. Natürlich ist der jetzt, sieht der jetzt in dem Pets gut aus, aber. Lass das erste Mal eine Game-Situation passieren und ist er bereit für eine Game-Situation? Keiner weiß es. Jetzt kam noch Corona dazu. Natürlich haben die sich alle alleine fit gehalten, aber dadurch ist ja nochmal für so einen Rookie das frühe Trainingscamp weggefallen. Für Tour 10-mal wichtiger wert gewesen. Also ich glaube, der ist einfach zu hoch gedraftet worden, weil der Hype wird da sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie die Eier haben, ihn wirklich sitzen zu lassen, Patrick. Und nicht ihn rinschmeißen. Ich hoffe schon und ich glaube auch schon, weil sie in Fitzpatrick, glaube ich, jemanden haben, der die Rolle versteht, der Leadership hat, der hat den Respekt der Coaches und der Mannschaft. Dann hat er einen neuen Offense-Koordinator in Shane Gailey, der ja aus dem Retirement gekommen ist, weil er nochmal mit Fitzmagic arbeiten wollte. Nicht wegen Tour, sondern wegen Fitzy. Insofern glaube ich schon, dass und hoffe auch, dass die Miami Dolphins Pat Mahomes als Blaupause nehmen, weil ich finde schon, dass man die beiden vergleichen kann. Das heißt nicht, dass man erwartet, dass Tua jetzt 5000 Yards wirft und auch MVP wird und auch einen Super Bowl gewinnt. Aber ich glaube, diese Blaupause, wie Pat Mahomes, ein Jahr mal sitzen, um dann tatsächlich zu ernten, was du das erste Jahr gesät hast, nämlich die Geduld in so ein Prospect, dass du dann auch wahrscheinlich mehr rausbekommst. Und deshalb, glaube ich, ist der Vergleich zu Pat Mahomes gut. Das heißt nicht, dass er so gut wird wie Pat Mahomes. Aber ich hoffe, dass die Miami Dolphins sagen, nein, wir haben Fitzmagic, der kann das machen. Wir lassen den ein Jahr wachsen und Icke gesund werden. Deshalb bin ich voll bei dir. Ich finde den Vergleich zu Pat Mahomes sehr, sehr gut, weil es hat Pat Mahomes gut getan. Und ich glaube, dass es Tua gut tun wird. Die Frage, dann antwortest du, Björn Duff, aber 15. November 2019, also quasi 10 Spiele in der Saison, da war doch Tuas Ceiling höher eingeschätzt als bei Patrick Mahomes, als er aus College gekommen ist. Also bevor Tua sich verletzt hat, hat man über den doch hoffnungsvoller geredet, als über Patrick Mahomes, als er rauskam. Das stimmt. So, zieh durch. Noch eine Sache dazu. Erstens wusste keiner, dass Patrick Mahomes wird, so wie wir ihn kennen. War. Und jetzt zu euch beiden hier oben, ne? Coach und Icke, das ist wieder die typische Medienklischee, wir vergleichen alle. Das ist nicht fair den jüngeren Spieler gegenüber, weil wenn er jetzt ein Jahr sitzt und er kommt raus, erwarten alle, und über ein Jahr wurde es aufgebaut, jetzt kommt Patrick Mahomes nur Mann. Und dann braucht er, genauso wie die meisten normalen Rookie-Quarterbacks, brauchen sie ein bisschen Zeit. Heißt ja nicht, dass er gleich scheiße ist. Dann kriegt er die Nummer nicht. Weißt du, was dann passiert? Weil die ganzen Medien, wie ich finde gerade, diesen Vergleich ein ganzes Jahr lang aufgezogen hat. Kassim, dein Turn. Du hast recht. Nein, aber ganz ehrlich, denk mal an den Hype. Oder denk mal an, als Tom Brady gedraftet wurde. Weißt du, war sechste Runde? Romantiker, sechste Runde, ne? Ja, sechste Runde. Weißt du, dann dachte ich erst, ja, okay, und dann Grace of All Time, so eine Sache. Und aber man muss sie. Lass ihn ausreden. Ich hatte wirklich einen Leck. Lass ihn ausreden. Nein, aber besonders auf Quarterback, du musst deine Erfahrung machen. Also ich habe Quarterbacks gesehen, ich war mit Trubisky im Trainingcamp, weißt du? Und ich war mit Drew Brees im Trainingcamp. Und Drew Brees ist eine geölte Maschine, der weiß ganz genau, was abgeht. Und dann siehst du jemanden auf einmal, das war mein erstes Mal, als ich mit jemandem trainiert habe, weißt du, der nicht Drew Brees heißt. Und ich sehe Fehler, die habe ich noch nie gesehen, weißt du, mit Drew. Aber das sind halt Fehler, die jeder Quarterback macht. Also es ist schwer, wenn man, okay, man trainiert ein Jahr, dies und das, aber dann ist man in einer Game-Time-Situation mit 70.000 Leuten im Stadion, die alle, wir hassen dich, buh, Bananen werfen. Das ist auf einmal
psychologisch ganz anders. Also, so, aber lasst mich, rede zu Ende und dann möchte ich eine Frage an euch beide stellen. Ich bin fertig, du kannst reden. Okay, welcher Druck ist größer? Als Rookie ohne Erfahrung, mit in einem Covid-19-Jahr, ohne OTAs und Minicamps, nach 3 Spielen, wenn die Miami Dolphins 0-3 sind, dann reinzukommen mit einer Büffelhüfte, die noch nicht ganz fertig ist? Oder ist die Chance größer auf Erfolg und du hast weniger Druck, wenn du den ganzen Full Circle einmal durchgemacht hast? Covid-19 ist dann kein Faktor mehr oder mangelnde Vorbereitung, weil du hast jetzt ein ganzes Jahr hinter dir und deine Hüfte ist besser. Ist das weniger Druck oder mehr Druck? Ganz ehrlich, dann muss, wenn du ein Jahr schon dabei bist, dann musst du wirklich mit dem Druck umgehen können. Ich meine, du kennst das Playbook schon für ein Jahr. Weißt du, du bist im System schon für ein Jahr. Das heißt, ich würde sagen, weniger Druck, wirklich, wenn im Second Jahr. Was mit meiner Kamera ist, bin ich ein bisschen hier gerade. Aber das ist ja, worauf ich hinaus wollte, mit euch beiden da oben oder da unten. Wir sind ja unten, ihr seid ja oben. Ja, egal auch, wo ihr seid. Dass wir wollen ja, ich glaube, Icke und ich, wir wollen nicht Tua Tagovailoa mit Pat Mahomes vergleichen im Sinne von, wir erwarten die gleichen Resultate, sondern dass die Blaupause, die Pat Mahomes geliefert hat, für Tua Tagovailoa in diesem Setting mit Covid-19, Rookie, Hüfte, dass diese Blaupause ihm sicherlich guttun würde, weil er hat dann ist Covid-19 und keine Minicamps, OTAs, alle verpasst. Das ist nicht mehr da. Die Hüfte ist ganz verheilt und er hat Erfahrung gesammelt. Das ist alles, was wir sagen wollen. Das heißt nicht, dass man erwartet, oh, jetzt muss er aber Pat Mahomes Nummern zaubern, weil Pat Mahomes gibt es einmal in 20 Jahren. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Wir dürfen auch nicht vergleichen. Wir dürfen das nicht vergleichen, weil er hat erstens eine Verletzung. Ich habe auch gesagt, nur wenn er gesund ist, denke ich, werden wir ihn in der Mitte der Saison sehen. Zweitens, ein Fitzmagic ist meiner Meinung nach nicht ein gesunder Alex Smith. Weil er hatte Alex Smith vor sich bei den Kansas City Chiefs. Und ein Fitzmagic und ein Alex Smith, der die ganze Zeit im System ist, auch nochmal was ganz anderes. Zweitens, noch ein anderer Punkt, das ist immer die typische Debatte zwischen Spieler und Coaches generell. Coaches lieben es, 50.000 Spielzüge und manchmal denkt ihr viel zu viel nach und lasst den Spieler nicht einfach spielen. Manchmal ist es besser, das Play zu minimieren, lasst die Spieler einfach mal spielen und manchmal kriegst du bessere Resultate. Bestimmt. Boah, da kann ich dir schon eine Geschichte, habe ich schon wieder 1000 Geschichten darüber. Eine, komm, raus damit. Ganz kurz, aber das ist jetzt defensiv. Unser Playbook war echt so groß, 3-4, 4-3, 4-4, hat 1000 verschiedene Stunts und Blitze. Ey, und ich glaube, in dem Jahr, die Saints, wir hatten keine gute Defense. Ich glaube, wir waren einer der schlechtesten Defense in der Dekade oder so das Jahr. Mhm. Und wir echt, ich kann mich noch daran erinnern, wir sind im Huddle und wir kriegen einen Spielzug und wir gucken uns alle an, was machst du? Und dann haben wir alles minimiert und auf einmal haben wir den Run besser gestoppt, gegen Pass, mehr Sacks, also nicht mehr ist nicht immer mehr. Ab und zu wirklich, wenn man minimiert, läuft das alles viel geschmeidiger. So, dann frage ich mal unseren Chat, die Bromantiker. Wir haben über 6.000 Leute hier am Start. Sollte Tour komplett das ganze Jahr rausgenommen werden, wenn wir denken, auch wenn er gesund ist, einfach, dass er die Zeit bekommt, oder er ist gesund mitten im Jahr und sollte dann noch eine Chance kriegen? Ja, nein. Ja, setzen lassen für das ganze Jahr. Nein, wenn er ready ist. Wenn er ready ist. Björn, darf ich dir noch mal kurz was zuwerfen, weil du sagst, Fitz Magic ist ja kein Alex Smith. Das kommst du mit Zahlen, die hast du schon gesucht. Du hast gerade gesucht. Er hat gerade gegoogelt. Wie gesagt, natürlich. Weil ich mir gesagt habe, Moment mal kurz. Moment mal. Dann hau mal raus. Ja, guck mal. Career Rating, Alex Smith 77, Fitz Magic 80,7. Ehrlich? Okay. Kann ich dich jetzt was fragen? Gleich danach, bevor du die ganzen... Guck mal, wie viele Siege Alex Smith hat und Fitzmagic. Oh, ich wollte genau das Gleiche sagen. Ja, aber gucken wir mal, in welchen Teams Alex Smith war und in welchen Teams war Fitzmagic.
Das hat, weißt du ja nicht, ob das die Situation, warum war denn der Quarterback wieder schuld? Es kann ja auch sein, dass Alex Smith alle um sich herum besser gemacht hat und Fitzmagic nicht. Das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, hast du immer gesagt, es ist ein Teamsport und man funktioniert nur als Ganzes. Oh yeah, das ist jetzt die richtige Stimmung hier. Abhält! So, Patrick, mein lieber Moderator, machen wir weiter mit der nächsten Quarterback. Moment, jetzt haben wir die Bromantiker gefragt. Hier, der Anwalt der Bromantiker, jetzt was sagen sie denn? Warte mal, jetzt habe ich natürlich vergessen, wie ich das gefragt hatte. Alle sagen, ja, glaube ich, ist das meiste jetzt bei den letzten. Ja. Also, ja, sitzen lassen. Du hast gesagt, lieber sitzen lassen. Ja, sitzen lassen. Ich glaube, die meisten, wenn ich jetzt einfach runter hochscrolle wieder, sagen, ja, sitzen lassen. Dann würde ich noch zum Abschluss einen Satz sagen wollen. Wir halten das alle für clever oder cleverer aus unterschiedlichsten Gründen. Und wir wollen ihm ja nicht Druck machen, wenn wir Patrick Mahomes als Beispiel nehmen. Ich glaube aber, nickt oder schüttelt den Kopf. Die Gewissheit ist für uns alle auch da, dass er den Luxus nicht bekommen wird, nochmal ein Jahr sitzen zu können, wenn der Typ sich einigermaßen bewegen kann, weil die Dolphins, auch weil sie so viel Geld ausgegeben haben, nicht im Win-Now-Modus sind, aber die Dolphins haben so viel Druck, dass die werden triggern. Wenn die 6-2 stehen, Fitzpatrick, 2 Interceptions, 80 Yards in der ersten Halbzeit. Letzte Woche sah Tour am Training richtig gut aus. Auch weil für einen Coach, Patrick, sag es mir, weil für einen Coach auch, man muss ja auch ein bisschen an sich denken. So. Ich sage euch jetzt mal was, als Ältester in der Runde und als einziger Trainer hier. Jetzt mal im Ernst. Wir können ja spekulieren, wie wir wollen, aber am Ende des Tages wissen wir vier, haben wir keine Ahnung, was hinter den Kulissen abgeht. Also ob er nun sitzen wird oder wann er spielt, das wird für uns, offensichtlich, ja, weil der hat jetzt keine Ahnung, war klar, dass der Move kommt. Wir haben keine Ahnung, was im Hintergrund läuft. Das ist eine Sache, die ich immer wieder festgestellt habe und die ihr als Spieler Sachen, die da draußen eindeutig sind oder die gut waren, war drin eindeutig und andersrum. Also wir können ja viel raten und vermuten, aber am Ende des Tages ist das, was wir machen, wie ich immer sage, High-Level-Guessing. So, Ike, ich hatte dich mal kurz auf Stumm. Als einziger von zwei NFL-Spielern gebe ich dir recht. Ja, aber die NFL, ihr stellt die NFL gerade zu Utah. Ich kann trotzdem mit dem nächsten Thema. Als einziger von zwei NFL-Spielern. Ich liebe dich, Björn. Meine Lampe jedoch ist gerade leer. Also nur, dass ihr euch wundert, was jetzt hier gerade für ein Flacker ist. Wir müssen auch mal zum nächsten Thema kommen, übrigens, Männer. Ja. Ein bisschen interaktiv hier. Absolut. Wir brauchen ein paar Fragen. Ja, hier also macht mal Fragen. Ich muss kurz einen Akku holen für meine Lampe. Hol mal einen Akku, wir machen zwei Fragen, dann müssen wir weiter. Ja, komm, schieß mal ein paar Sachen zu den ganzen Situationen, die wir gerade besprochen haben. Schieß mal ein paar Sachen ein. Aber du kannst auch schon mal anfangen mit dem nächsten Thema, solange das die überlegen. Ich sehe gar keine. Ein paar gute Fragen. Ich glaube, ein bisschen interaktiv. Oh. Könnt ihr euch bitte Kopfhörer mit Kabel holen? Warum? Was soll denn das jetzt? Ich weiß nicht. Ey, Tipp. Hör ich mich echt schlecht an? Na, ab und zu ist ein bisschen gemuffelt. Ich habe jetzt das falsche Ding geklickt, aber Quarterback Patriots, das ist natürlich unsere nächste Situation. Ja. Leg mal los. Wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit. Stidham oder Cam Newton ist ja die große Frage. Die Quarterback-Situation bei den Patriots hat sich ja, glaube ich, jetzt so ein bisschen vorentschieden, denn Stidham hat irgendwie eine Beinverletzung, wenn mich nicht alles täuscht, und Cam Newton bekommt jetzt Raps mit dem First Team. Ich glaube, Berichte, ich habe ein bisschen Research gemacht, die Berichte sagen, dass derjenige, der am firmsten aussieht in der Offense, ist natürlich Brian Hoyer, weil der ist aber auch schon 55 Jahre alt. Und er hat alles gesehen. Aber ist es verwunderlich, Björn, andersrum, ich wollte auf was anderes hinaus. Ist es nicht einfacher für Stidham, wenn er jetzt sagen kann, oh ja, ich habe eine Verletzung, Cam fängt an und Cam kriegt den Laster, er ist der Nachfolger vom GOAT und wenn Cam sie hinbekommt, dann kommt Stidham rein. Ist es vielleicht nicht sogar leichter für ihn?
Ich bin voll bei dir. Ich denke auch, dass Stidham als junger, unerfahrener Quarterback den Druck, von dem wir gerade gesprochen haben, er ist der Nachfolger vom GOAT. Ich glaube schon, dass ein Cam Newton, der einfach gerade in der Situation ist, sich wieder zu beweisen, er war ein MVP, er kann damit ganz anders umgehen. Und ich glaube, wenn er gesund sind, wenn auch beide gesund wären, dass Cam Newton einfach die bessere Option wäre erstmal. Und dann trotzdem, Stidham kann ja immer noch der Quarterback für die Zukunft werden. Also ich bin voll bei dir. Das ist, wirklich? Ja, ich denke, Cam Newton wird der Starter. Ich weiß nicht, ob es Woche 1 ist, kann auch Woche 2, 3 werden, aber Stidham hat sich verletzt gerade im Trainingscamp. Cam Newton übernimmt es und ich denke nicht, Cam Newton lässt die Möglichkeit einfach gehen gerade, dass er die Raps mit dem ersten Team haben. Was ist das denn? Was ist das? Wo war das? Da los? Das war wieder Kasim. Das war wieder Kasim. Kasim the Dream, Baby! Ach, ihr seid... Icke, mein Freund, du hast dich ja im Zuge wie heißt das? Wir haben ja immer so eine Saisonvorschau. Saisonvorschau, da hast du dich ja ein bisschen um die Patriots gekümmert. Deshalb hier meine Frage. Versuch sie so kurz es geht zu beantworten, weil wir sind so weit hinterher. Ja. Einmal, glaubst du auch, dass Cam Starter wird? Und werden die Patriots die AFC East gewinnen? Cam denkt null über die, ich lese noch die Dings in der AFC East, habe ich gehört, ist ihm komplett egal. Ja, das Gernot, wie ich habe den Namen so schnell nicht lesen, Gernot hat einen richtigen Punkt gemacht. Ich glaube, der GOAT spielt in Cams Kopf gar keine Rolle und ein zweiter Quarterback außer Cam Newton spielt in niemandes Kopfes in New England eine Rolle. Mit dem Moment, wo die Cam Newton gesigned haben, gibt es keine Diskussion, wer da startet. Und zwar von Woche 1 bis zum 7. Februar in Tampa. Wow. gibt es nur einen Starter. Ganz ehrlich, bevor die ganzen Opt-outs kamen, hätte ich das echt für möglich gehalten, dass die Patriots den Run machen. Jetzt haben sie einfach, die haben alle ihre Linebacker verloren. Hightower, Van Noy, Opt-out, weg zu den Dolphins. Das ist nicht aufzuholen. Aber Cam Newton, der legitime Starter. Und so, ohne diese Abgänge durch Opt-out, glaube ich, werden sie auch nicht der Favorit auf den Titel in der AFC East sein. Ich glaube auch nicht an die Bills, aber ich glaube tatsächlich an die Dolphins. Ich glaube, dass Brian Flores ein gutes Jahr hinlegt. Auch wenn ich mit den Verpflichtungen nicht ganz so, das fand ich nicht so cool, haben viel Geld ausgegeben, aber ich sag mal, für einen 9-7 kann diese Division dieses Jahr schon gewinnen. Ich glaube, das wird relativ pari verlaufen. Relativ pari? Kasim, du warst in der Division mit Cam Newton. Division, der Division, ne? In der gleichen, hast 3 Jahre oder 4 Jahre sogar gegen ihn gespielt. Was denkst du dazu? Kennst du ihn am besten? Cam ist eine Vormaschine und jetzt, was ihn so gefährlich macht, ich glaube, er ist motiviert, er war noch nie motiviert, so wie momentan in seiner ganzen Karriere. Wenn ihr ihn mal auf Instagram verfolgt und so, der hat echt, also ihm, Geld war egal, ihm ist alles egal, er will einfach nur spielen. Also das ist ein Mindset, sowas ist echt gefährlich. Und er meinte auch komplett confident, was ist confident bitte, ganz kurz. Selbstbewusst im Interview, als er mit dem Offensive Coordinator geredet hat. Er meinte so, okay, Tom Brady und so, alles cool, aber jetzt hast du mich und du kannst Sachen callen, die du noch nie in deiner Karriere gecallt hast. Als ich das gehört habe, da dachte ich echt so, okay, der Typ, der ist ready to go und der wird starten und ich weiß nicht, wie das Team und in der Division alles sein wird, aber ich weiß ganz genau, dass Cam Newton dieses Jahr rocken wird. Und da habe ich gleich, weil wir bei Kasim, die Leute lieben Kasim. Und die Frage kam jetzt öfters und mich interessiert das. Kasim, warum würdest du in der XFL spielen, wenn sie jetzt, die wurde ja von The Rock gekauft. Gute Frage. Da hat er schon geliked. Das habe ich gesehen auf Instagram. The Rocks Post, Kasim in der Bali, der Erste, der geliked hat. Habe ich genau gesehen. Als Kollege, weißt du, deswegen. Ganz kurz erklären. Mal gucken, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber zum Beispiel letztes Jahr, finanziell mäßig, ich war 1,5 Wochen mit den Raiders.
Und ich habe in diesen 1,5 Wochen doppelt so viel verdient wie ein Jahr mit der XFL. Also das, wow. müsst ihr euch mal in Perspektive machen. Also, da muss ich mal gucken. Also, und vielleicht als Praktikant und dann vollzeitig mit Björn mache ich genauso viel wie in der XFL. Ja, so sieht's aus, so sieht's aus. So sieht's aus. Also mal gucken, ich mag gerne ein paar Optionen haben. Aber wie gesagt, ich würde nie Nein sagen, aber mal gucken. Match mit The Rock wird bestimmt auf jeden Fall richtig geil. Oh. Und jetzt, Coach ist super. Oh. Wenn die dich anrufen würden, würdest du sagen, werde ein Trainer in der XFL? Nein. Halt, okay. Bevor du weiterredest, ist das offiziell, wissen das Menschen, dass da mal eine andere Liga auch war? Oder ist das ein Thema, was wir anschneiden wollen? Ja, im Podcast haben wir schon öfters über die XFL erklärt, was das ist. Eine zweite Liga. Nee, ich meine nicht die XFL, sondern die Liga, die davor mal war. Die erste Alliance. Ja, da waren ja ein paar. Major League Football, AAF, AAFL, da waren ja ein paar. Ja, komm. Meine Aber Antwort ist simpel. Nein. Nein. Okay. So, jetzt müssen wir müssen eins noch mal klarstellen. Wir haben eigentlich noch 6 Minuten Sendezeit und wir müssen noch über die Top 5 Receiver sprechen. Wir wollten eigentlich noch mal über Gronk, über das lustige Video sprechen. Und ich habe so ein geiles Video gefunden, weil ich weiß, worauf Björn Werner hinaus wollte. So nach dem Motto, ist doch stoned. Und ich habe ein Video, ein Interview von dir gefunden, Björn Werner. Da siehst du aus, genau das gleiche habe ich mir gedacht, sag mal, ist der Dizzy oder was? Kann es einen besseren Teaser geben, nächste Woche wieder dabei zu sein? Nächste Woche werden wir dieses Video zeigen und auch das von Herrn Werner. Wir wollten das Raiders-Stadion mal zeigen, darüber sprechen und wir wollten natürlich über Ron Rivera sprechen, der an Krebs erkrankt ist, sich aber momentan gut fühlt. Das pushen wir alles auf nächste Woche. Das Wichtigste ist das Björn-Werner-Interview. Lass uns über die Top 5 Receiver sprechen. Ich würde sagen, Kasim, dadurch, dass du der Liebling aller Bromantiker bist, stell doch mal, Björn-Werner, fahr mal ab die Scheiße. Kasim, stell mal deine Top 5 vor. Okay, ganz schnell. Michael Thomas, weil ich kenne Michael Thomas persönlich und er ist eine Vollmaschine und du wirfst den Ball zu denen und you can't guard him. Can't guard Mike. Julio Jones, super Talent, einer der besten Receiver. Es ist entweder Michael Thomas oder Julio Jones. DeAndre Hopkins, komplett Vollmaschine natürlich, fängt alles, auch wenn er ein bisschen undersized ist, aber er weiß, wie man Room createn kann. OBJ, ich wollte ihn eigentlich nicht so hoch machen, eigentlich wollte ich Mike Evans haben, aber Björn meinte, es geht jetzt nicht um die Statistiken, sondern einfach nur um Talent und hoffentlich, wenn OBJ... Ich habe keine Produktion. Wen würdest du jetzt in der Saison sozusagen draften, wenn du den gleichen Quarterback hast? Und das, wer sind deine puren? Weil jetzt ist zu spät. Deine Liste ist meine Liste. Jetzt zu spät. Auf jeden Fall. Aber er ist jetzt auf jeden Fall nicht so verletzt wie letztes Jahr. Also hoffentlich dreht er komplett durch dieses Jahr. Und natürlich Baker Mayfield hat jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung und mit weniger Fehlern. Hoffentlich kriegt OBJ viele Bälle. Und Tyreek Hill ist einfach nur, weißt du, hat einen geilen Quarterback, hat eine perfekte Offense und ist komplett schnell. Ich weiß nicht, Preseason war ich mit den Bears und es war ein Reverse mit Tyreek Hill. Erster Spielzug. Und ich kann mich noch ganz dran erinnern. Alle zeigen zu Tyreek Hill, aber auf Slot, also ey, pass auf, das ist ein Spielzug zu ihm. Und jeder wusste genau, was passiert. Und er ist trotzdem für 40 Jahre auf dem Reverse gelaufen. Der Typ ist so schnell, das geht gar nicht. So, boom. Dankeschön, dass du mich ausreden lassen hast. Bitteschön. Icke, stell deine Top 5 vor. Warum? Warum ist Tyler Lockett in deiner 5? Weil wir das haben gesagt. Das verstehe ich auch nicht. Weil wir gesagt haben, was Björn gerade meinte, ein Quarterback, der gleiche. Und mein Top 1 Quarterback war Russell Wilson. Deshalb gibt es für meine Top 5 Receiver natürlich Russell Wilson als Quarterback. Und Lockett auf oder Wilson auf Lockett, muss man sagen, das funktioniert. Die Receiver eigentlich ja nicht so gut gewesen. So in Separation und so bei den Seahawks letztes Jahr alle so Bottom 5 gewesen. Aber wir erinnern uns an diverse geile
Plays von Wilson und Lockett und da stimmt die Chemie und deshalb ist bei mir Tyler Lockett so hoch. Ansonsten, wie bei Kasim, Mike Evans ist eine Maschine, aber Mike Evans hat immer so, jedes zweite Spiel ist immer nur so 120 Yards. Deshalb, klar, Tyler Lockett streitbar, aber deshalb ist der bei mir auf der 5, weil Russell Wilson mein Quarterback ist und da funktioniert Lockett einfach saugut. Und der Rest, selbst erklärt, ich bin der Einzige, der Julio an der 3 hat. Genau, ja. Das finde ich auch crazy. Das ist crazy, ja. Dann sage ich mal kurz meine. Aber also, Julio macht so wenig Touchdowns. Ja, aber wenn du jetzt pur, also wirklich pur Natural Ability nimmst, ist Julio Jones immer noch die klare Nummer 1 bei mir. Dann Michael Thomas, der Andrew Hopkins, ich habe gegengespielt, ey, der hatte Quarterbacks. Guck mal nach, wer für ihn Quarterback war. Yo. Und der hat immer wieder produziert. Er hat die sichersten Hände in der NFL über Jahre. Mike Evans, ich bin mehr so ein Fan von den großen Receivern, die hoch den Ball fangen können wie ein Randy Moss. Deswegen habe ich Tyreek Hill, ist mein 6. Receiver und habe Keenan Allen davor gepackt, den keiner geiler Typ. Weil Keenan Allen kriegt einfach nicht den Respekt, weil er nicht diese gleiche Athletik hat wie die ganzen anderen Receiver vor ihm oder auch ein Tyreek Hill. Aber guck mal an, wie der produziert. Guck mal an, wie der seine Route, also seine Routen rennt. Er erinnert mich an Chad Ochocinco, der die besten Routen gelaufen hat. Also er hat die besten Routen in der NFL gelaufen, war einer der besten aller Zeiten in diesem Teil, aber war auch nie ein Julio Jones, Michael Thomas vom Körperbau her. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme Keenan Allen über einen Tyreek Hill, weil ich denke schon, ein Tyreek Hill, es hat viel, viel damit zu tun, wer sein Quarterback ist gerade. Shit, Alter, Keenan Allen, 3 Jahre in Folge, also ich sage jetzt 1200 Yards, jetzt sind 1196 und 1199, aber 3 Jahre in Folge über 1200 Yards. So, bin ich Björny Boy. Also Nummer eins, Julio Jones, müssen wir nicht drüber sprechen. Der Typ ist ein Freak. Der Typ ist ein Freak. Wenn du den live siehst, wir waren beim Super Bowl, erinnerst du dich noch, Icke? In Arizona, Houston. Oder? Houston, in Houston. Houston. Ja. Der Typ ist ein Freak. Catches, wenn du dir die Stats anguckst. Ja. Seit 2014. Ja. 1600, 1800, 1400, 1400, 1000, fast knapp 1700, 1400. Hä? Hä? Ja, das ist ja für mich keine Frage. Michael Thomas, ey, fängt alles, was in seine Nähe kommt. Kasim hat es gesagt. Er hat einen geilen Quarterback. Ja, die Offense ist darauf ausgerichtet. Aber das Schlimme ist, alle wissen, wo der Ball hingeht. Und er fängt trotzdem fast 150 Bälle. Noch Fragen? Deshalb meine Nummer 2. DeAndre Hopkins, für mich der Receiver in der NFL mit der besten Hand-Augen-Koordination. Meiner Meinung nach nicht OBJ, sondern wirklich DeAndre Hopkins. Wir haben Catches gesehen, die absurd waren und sie sehen bei ihm so leicht aus. Und es sind auch keine Disco-Catches wie bei OBJ, wo du manchmal das Gefühl hast, der droppt auch mal einen einfachen über die Mitte, weil er nur mit einer Hand fangen will, weil es geil aussieht. DeAndre Hopkins nimmt die immer mit. So, der hat diese Drops manchmal nicht, die OBJ hat. Dann für mich Nummer 4, Mike Evans. Und ich sage euch auch, warum. Auch einer, der super underrated ist, weil er halt bei den Bucks spielt. Aber wenn du dir seine Stats anguckst und, oh, warte mal, was soll denn das jetzt? Ja, es ist gut. Vor allem, ich habe jetzt die Statistik nicht offen, aber Yards pro Catch, der Typ ist echt ein Big-Play-Receiver. Das ist einer, den willst du auf Ex-Receiver haben, weil der Typ One-on-One, Jumper, Maschine und produziert. Und der letzte bei mir ist Tyreek Hill, weil wenn es um Explosive Plays geht, seitdem er in der NFL ist, so Plays, glaube ich, über 40 oder 50 Yards, ist er mit Abstand die Nummer 1, glaube ich, über 20 Plays plus 50 Yards. Der Typ hat einfach Speed for Days. Ich mag ja gerne einen kleinen Receiver im Slot, deshalb, und dann ist er auch noch der Schnellste. Das ist die ideale Kombination aus Speed, Quickness, Tyreek Hill, auch wenn er Kinder verprügelt und oder ich habe das jetzt nicht danach gemacht, ob er ein netter Kerl ist oder nicht. Nicht nur exklusiv, wenn allein auf Scrimmage, sondern auch am Unterarm. Ja. Oh, Shots fired. Aber deshalb für mich meine Top 5. Jetzt natürlich die Frage, Herr Werner. Was sagt das Internet? Björn war ganz groß und war sehr erschrocken gerade. Ja, ich wollte, die sagen, Devante Adams fehlt. Was ist mit ihnen? Warum haben wir alle... Ja, wie? Warum die sagen, das fehlt. Wen soll man denn rauslassen? Ich weiß nicht, das ist was ich auffalle. Es ist halt schwer, ne? Die sagen, er fehlt natürlich.
Kasim, und, sag uns was zu Devante Adams. Da brodelt was, ich sehe es. Komm, der muss raus. Aber eine Sache über die Athleten, die Receiver sind. Es gibt so viele Receiver, die in der Top 5 sein können. Top 10, weißt du, da weiß ich sogar noch viel mehr, die da rein können, weil es gibt echt ein paar richtig athletische, talented Receiver, die alle in der Top 5 sein könnten. Aber das ist meine Liste. Das ist meine Liste. Oder noch kurz eine Frage, ganz schnell hier, finde ich ganz gut. Prediction, der beste Rookie in dieser Draft-Class. Björn, Devante Adams, ich wollte den auch, ich habe auch gedacht, oh, Devante Adams. Und dann habe ich mir seine Karriere-Stats angeguckt. Hm. Ein Jahr über 1000 Yards. Weil er so häufig verletzt ist, der verpasst immer so 2-3 Spiele, nee, oder? Nee, ja, 2 Spiele, aber guck mal, der hat 16, 13, 16, 14, 15, 12 Spiele gespielt. Oh nee, okay, doch mehr 16, ja, okay. So, und der Typ hat einen der besten Quarterbacks, die dieses Spiel hervorgebracht hat, hat er als Quarterback. Also das ist auch für mich keine Entschuldigung. Wenn du mit Aaron Rodgers nicht über 1000 Yard machst, ne, oder andersrum, die anderen 5, die wir genannt haben alle, die machen mit Aaron Rodgers definitiv 1000 Yards. So, deshalb waren bei Adams nicht. Welcher Rookie Receiver wird die meisten Receiving Yards haben? Meiner ist CeeDee Lamb mit Amari Cooper auf der anderen Seite und Dak Prescott. Denke ich, CeeDee Lamb ist in der besten Situation von Dallas Cowboys. Preach! Amen! Amen! Wer so lange das denkt, muss zweifeln am Glauben. Amen! Ich sag tatsächlich, gerade weil sie Michael Gallup haben und Amari Cooper, die haben ihre eigene Agenda. Genau so, hey, Timeout, CeeDee Lamb, alles schön und gut, aber hey. So, ich glaube tatsächlich, bei den Minnesota Vikings mit dem Weggang von Stephon Diggs, Jefferson, High-Volume-Receiver, 111 Catches im College-Football, okay. Nummer 1 Receiver von Joe Burrow. Ich glaube, der mit Adam Thielen, weil viele sich auf Thielen konzentrieren, bekommt er nicht das Doppel, den schlechtesten Corner, weil der Beste ist auf Thielen. Der zweitbeste ist im Slot. Er kriegt die Nummer 3. Ich sage Jefferson. Kassi, machst du noch was? Smarter Vorschlag. Hast du noch einen? Gefällt mir. Ich gehe mir Izume. immer eine Winning-Taktik. ich habe keine Ahnung. Ich gehe mir Izume. Super Job, Kassi. I like. So, Björn, und du sagst, wer? Du sagst CeeDee Lamb. Ich denke, CeeDee Lamb. Ja. Weil Leute sagen gerade natürlich, er muss sich viel mehr die Reception teilen, aber das ist, ich glaube trotzdem, dass er die Nummer 2 Receiver wird. Jerry Jeudy, sagen viele, natürlich, zu Recht. Mhm. Der ist in einer guten Situation. Alles mit Ruggs? No love for Ruggs? Nee. Hat keiner, also ich habe keinen, glaube ich, gerade gesehen, der Ruggs gesagt hat bei den Raiders. Ich lese den Chat hier die ganze Zeit. Hat keiner, oder? Keiner hat Ruggs gesagt von Las Vegas Raiders. Las Vegas, stimmt, ja. So, Izume. 5 nach. Oh, wisst ihr, was die Leute schreiben? Überzieht ruhig, Champions League will keiner sehen. Nee, ich muss Madden 21 spielen, ich habe keine Zeit. Du sauber, machst du das schon? Oh yeah, baby, oh yeah. Ich hasse dich, ey. Obwohl, ich muss sagen, ich spiele NBA 2K20 momentan. Ja. Nein, ich bin voll hooked. Egal, pass auf. Game time. Was erzähl? Warum bist du denn so, warum hast du so viel Hass in deinem Leben? Liebe Leute, das war's wieder von uns. Ich hoffe, wir waren ein bisschen strukturierter als das letzte Mal. Der Producer hat alles super zusammenproduced. Ich hoffe, der Sound war besser. Herr Domisch, vielen Dank nach München. Vielen Dank nach Chandler. Danke natürlich extra Shoutout an den Producer Björn Werner, an den Drehreglern. Das war's von uns, Herr Werner. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Selber Kanal, selbe Zeit. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Herr Werner, irgendwelche letzten Worte? Natürlich. Schön mit Silber.